In diesem Video begibt sich das Federpendel in die Untiefen des Meeres. Wir erklären, warum ein Federpendel im Wasser ein gedämpftes Federpendel ist, stellen dazu die Bewegungsgleichung auf und beschreiben, welche Arten von Bewegungen sich aus der Bewegungsgleichung ergeben. Wenn wir einen Körper wie diesen Buddha hier an eine Feder hängen, dann haben wir ein Federpendel. Das macht eine harmonische Schwingung, die wir beschreiben können mit x von t ist gleich x Dach mal Cosinus von Omega 0 mal t. Das beschreibt die Bewegung aber nicht richtig, wenn das Federpendel einen Tauchgang macht. Denn die Reibungskraft haben wir bisher komplett ausgeklammert. Und damit Buddha nicht ertrinkt, tauschen wir ihn lieber mit dem traurigen Clownfisch Emo aus. Unter Wasser sieht die Bewegung des Federpendels anders aus als über Wasser. Der Grund dafür ist die Reibung, genauer gesagt die Reibungskraft. Wenn wir uns Reibung in einer Flüssigkeit anschauen, spricht man von der viskosen Reibungskraft. Diese bremst das harmonische Schunkeln von Emo stark ab. Vereinfacht nehmen wir einfach mal an, dass die Reibungskraft nur auf den Pendelkörper, also auf unseren kleinen Emo wirkt, aber nicht auf die Feder selbst. Ein Pendel, bei dem der Pendelkörper der Reibung ausgesetzt ist, nennt man ein gedämpftes Federpendel. Ein solches gedämpftes Pendel führt dann zu einer gedämpften Schwingung. Das heißt, die Amplitude, also die maximale Auslenkung der Schwingung, nimmt in jeder Periode ein bisschen ab, bis sie irgendwann null ist und es gar nicht mehr schwingt. Oder mit anderen Worten, in jeder Periode haben wir eine andere Amplitude als in der davor. Der Wert für diese maximale Auslenkung wird mit jeder Periode kleiner als in der Periode davor. Eine Amplitude, die sich mit der Zeit verändert, macht es das dann unmöglich, so eine Schwingung in eine mathematische Formel zu pressen? Hier nochmal das Zeitortsgesetz für die ungedämpfte harmonische Schwingung. Die Amplitude x Dach ist dabei eine feste Größe. Wollen wir die Dämpfung mit berücksichtigen, wird die Sache etwas komplizierter. Wenn wir später das Zeitortsgesetz suchen, müssen wir ja wissen, wie man die Amplitude angeben kann, gerade wenn die sich immer ändert. Um dieses Problem zu lösen, ersetzen wir das x Dach mit einem x Null. X0 ist quasi die Amplitude der nullten Periode, also die maximale Auslenkung, mit der die Schwingung dann startet. Nimmt die Amplitude schnell ab, dann spricht man von einer starken Dämpfung. Die Schwingung nähert sich bei einer starken Dämpfung, also schon nach wenigen Perioden der Nulllage, und kommt dann zum Erliegen. Nimmt die Amplitude nur langsam ab, dann spricht man von einer schwachen Dämpfung. Eine schwach gedämpfte Schwingung dauert also länger an und führt mehr Perioden aus, bis sie sich der Ruhelage nähert und irgendwann stillsteht. Die Dämpfung im Wasser wird beschrieben durch die viskose Reibungskraft. FVR ist gleich minus K mal V. Das Minus kommt daher, dass die Reibungskraft immer der Bewegung entgegengerichtet ist. Das V steht für die Geschwindigkeit, mit der sich der Fischkörper durchs Wasser bewegt. Die Dämpfungskonstante K hängt hier von verschiedenen Dingen ab, unter anderem auch von der Flüssigkeit, durch die sich der Körper bewegt. Emo durchs Wasser zu schieben war noch relativ einfach. Wenn wir das Wasser aber mit Sirup austauschen, wird das schon schwieriger. Die Dämpfungskonstante und damit die Reibungskraft sind in Sirup größer als im Wasser. Der Sirup ist nämlich dickflüssiger und hemmt deshalb auch die Bewegung des Fisches umso mehr. Um die Bewegungsgleichung aufzustellen, müssen wir natürlich wissen, welche Kräfte hier ihre Flossen im Spiel haben. Auf Emo wirken am gedämpften Federpendel zwei Kräfte. Die Federkraft, die von der Auslenkung abhängig ist, und die Reibungskraft, die durch die aktuelle Geschwindigkeit und Dämpfungskonstante bestimmt wird. Mit diesen beiden Kräften und dem zweiten Newtonschen Gesetz, also F ist gleich m mal a, kommen wir auf die Bewegungsgleichung. Da muss man nur kurz checken, dass die Beschleunigung a die zweite Ableitung der Auslenkung x ist. Dann bekommen wir m mal x Punkt Punkt plus k mal x Punkt plus d mal x ist gleich 0. Die genaue Herleitung dazu gibt's auf LIFEY. Was wir hier haben, ist eine Differentialgleichung, in der sowohl die erste als auch die zweite Ableitung auftaucht. Wenn man diese Differentialgleichung lösen will, dann gibt es nicht nur eine, sondern gleich mehrere Lösungen. Jede Lösung dieser Differentialgleichung beschreibt einen unterschiedlichen Typ von gedämpfter Schwingung. Welche davon die richtige ist, hängt von verschiedenen Einflussgrößen ab. Von der Masse m des Körpers, von der Dämpfungskonstante K und von der Federkonstante D. Wenn Emo eine Bleikugel verschluckt hat, dann ist die Schwingung schwächer gedämpft als vorher. Das heißt, ein schwerer Emo würde länger schwingen als ein leichter Emo. Zwar hat er immer noch die gleiche Form, jedoch eine größere Masse. Und das führt zu einer geringeren Dämpfung. Kommen wir zur Dämpfungskonstanten K. Die hängt unter anderem davon ab, wie Emo am Pendel hängt
und von der Flüssigkeit. Und nun nach der Masse m und der Dämpfungskonstanten k hin zur dritten Einflussgröße, die wir brauchen, um unsere Bewegungsgleichung zu lösen. Die Federkonstante d. Bei einer harten Feder mit großer Federkonstante d bremst die Reibung die Schwingung langsamer ab. Eine harte Feder führt also zu einer schwächeren Dämpfung. Bei einer weichen Feder mit kleiner Federkonstante d bremst die Reibung die Schwingung schneller ab. Die Dämpfung ist dabei stärker. Die Dämpfung kann man auch mathematisch beschreiben. Dafür geben wir den Buchstaben Delta und definieren sie als Delta ist gleich k geteilt durch 2 mal m, mit k unserer Dämpfungskonstante. Je nachdem, wie groß die Dämpfung ist, führt Emo am gedämpften Federpendel eine andere Bewegung aus. In dieser Simulation auf der LIFEY-Seite können wir die Dämpfungskonstante k und die Masse m verändern und sehen, wie sich die Schwingung verhält. Wir können damit also jede beliebige Dämpfung untersuchen. Wir unterscheiden grob drei Fälle. Da ist einmal die gedämpfte Schwingung, die wir uns schon angeschaut haben, und dann sind da noch zwei Sonderfälle. Ist die Dämpfung Delta zum Quadrat kleiner als d durch m, dann spricht man vom Schwingfall. Unser schuppiges Tierchen schwingt dann zwar harmonisch um die Ruhelage, aber die Amplitude der Schwingung ist nicht konstant, sondern wird immer kleiner, so lange, bis die Bewegung schließlich ganz aufhört. Wenn wir die Dämpfungskonstante k kleiner machen, dann nimmt die Amplitude immer langsamer ab, bis irgendwann die Schwingung wieder einer ungedämpften Schwingung gleicht. Den Schwingfall finden wir am häufigsten bei Musikinstrumenten. Die harmonische Schwingung der Balalaika-Saite sorgt dafür, dass wir einen Ton hören. Der wird aber immer leiser, weil auch die Amplitude der Saitenschwingung geringer wird. Den Schwingfall beschreiben wir mit der Gleichung x von t ist gleich x0 mal Cosinus von Omega mal t mal e hoch minus Delta mal t. Der Ausdruck e hoch minus Delta t sorgt dafür, dass die Amplitude immer kleiner wird. Der Rest der Gleichung sieht genauso aus wie bei einer harmonischen Schwingung. Die Kreisfrequenz Omega ist hier gegeben durch Omega ist gleich Wurzel aus d durch m minus Delta zum Quadrat. Omega wird also bestimmt durch den Unterschied zwischen der Federkonstante d geteilt durch die Masse m und dem Quadrat der Dämpfung. Somit ist die Kreisfrequenz größer, je härter die Feder ist und kleiner, je größer die Dämpfung ist. Die Schwingungsdauer nimmt bei stärkerer Dämpfung also zu. Beim Aufstellen der Gleichung haben wir übrigens angenommen, dass die Dämpfung Delta wesentlich kleiner als die Kreisfrequenz Omega ist. Wenn du die Details dazu wissen willst, dann surf doch mal rüber zur LIFEY-Physik. Wir erhöhen jetzt schrittweise die Dämpfungskonstante k, dadurch wird die Dämpfung Delta immer größer. Je stärker die Dämpfung zunimmt, desto schneller nimmt die Amplitude mit jeder Schwingungsperiode ab. Irgendwann ist die Dämpfung so stark, dass überhaupt keine Schwingung mehr stattfindet. Das nennen wir dann den aperiodischen Grenzfall. Der tritt genau dann ein, wenn Delta zum Quadrat gleich d durch m ist. Im aperiodischen Grenzfall kehrt die ausgelenkte Feder einfach in die Ruhelage zurück und bleibt da. Das wird auch in der Technik ausgenutzt. Stoßdämpfer in Autos sind so gebaut, dass ihre Dämpfung ziemlich genau dem aperiodischen Grenzfall entspricht. Wäre das nicht so, würde das Auto bei jedem Ruckeln in Schwingung versetzt werden, was weder sonderlich angenehm noch sicher ist. Hier die Formel für den aperiodischen Grenzfall. X ist gleich x0 plus Delta mal x0 mal t mal e hoch minus Delta mal t. Auch hier sorgt der Ausdruck e hoch minus Delta mal t dafür, dass die Auslenkung kleiner wird. Wir erhöhen die Dämpfungskonstante jetzt noch weiter. Dadurch verstärken wir die Dämpfung noch mehr, sodass Delta zum Quadrat größer als d durch m ist. Die Bewegung ist jetzt im Prinzip dieselbe wie vorher. Die ausgelenkte Feder kehrt in ihre Ruhelage zurück und bleibt da. Allerdings geschieht das jetzt viel langsamer. Und weil alles so langsam ist, nennen wir diesen dritten Fall auch Kriechfall. Der Kriechfall ist zum Beispiel oft bei Schwingtüren erwünscht. Federn in den Türbändern sorgen dafür, dass die Tür von alleine wieder an ihre Ausgangsposition kommt, wenn jemand sie geöffnet hat. Die starke Dämpfung sorgt dafür, dass die Tür nicht zu schnell zuschlägt und sich niemand verletzt. Die Formel für den Kriechfall ist leider ein bisschen zu monströs, um die vorzulesen. Aber falls du irgendwann mal mit der rechnen musst, dann kannst du das Video einfach nochmal gucken und auf Pause drücken. Video bei dir eine gedämpfte Schwingung, Stimmung ausgelöst hat, dann hau uns deine Fragen in die Kommentare. Und damit die nächste Klausur für dich garantiert kein Kriechfall wird, findet Emo jetzt seinen Schmickzettel.